Bürgermeisterwahl in Frankenau, Kandidatenvorstellung. Heute der unabhängige Kandidat Manuel Steiner. Hallo, Herr Steiner. Hallo. Wo wir hier sitzen, sieht sehr rustikal aus, ist die Reithalle. Warum wir hier sitzen, kommen wir noch zu. Das ist gut. Aber erstmal so ein bisschen zu ihm. Jahrgang 1980. Jawohl. Sind in Friedrichshausen aufgewachsen, waren dann mal eine Zeit lang in Luisendorf, sind nach Frankenau gezogen und wohnen wieder in Friedrichshausen. Ja. Hier an der Gegend, in der Gegend kein ganz Unbekannter, nach einer Verwaltungslehre bei der Stadt Frankenberg waren Sie dann über 15 Jahre, fast 15 Jahre, fast 15 Jahre, ja, in Frankenau hier im Rathaus tätig, Ordnungsamt, genau. Einwohnermeldeamt, Standesamt, Gewerbeamt, alles, was man so möchte. Was man so in der kleinen Verwaltung, genau, alles machen muss. Inzwischen sind Sie dann zurzeit, Sie sind seit Januar Angestellter, Januar 2020 beim Landkreis angestellt, Fachdienst Soziale Angelegenheiten. Und seit Oktober 2019 machen Sie ein berufsbegleitendes nebenberufliches Studium an der Fernuni Hagen, Politik, Verwaltung, Soziologie. Genau. Soweit alles richtig? Soweit alles korrekt. Und was Sie auch sind, Sie sind unabhängiger Kandidat. Ja. Also weder von der einen Partei noch von der anderen Partei getragen. Ja, warum lehnt man sich nicht zurück und sagt, ich bin Angestellter im öffentlichen Dienst, das Leben könnte so schön sein? Warum nicht? Weil das schon immer, ja, es war schon immer eine Art Traum von mir. Mhm. Politik war schon immer ein Hobby. Ja. Und von klein auf, mein Vater war politisch engagiert, da war man immer mal dabei. Und ja, gab es die eine oder andere Begebenheit, wo dann auch so aus Spaß gesagt wurde mal, von wegen, ach, der wird irgendwann mal Bürgermeister, mhm, schon in meiner Kindheit. Und das hat sich irgendwie durchgezogen bis heute. Mein Vater hat es leider nicht mehr mitbekommen, dass ich überhaupt bei der Verwaltung angefangen habe zu lernen, weil er früh verstorben ist. Ja, und von daher begleitet mich das eigentlich schon mein ganzes Leben, wenn man so will. Und das war schon immer ein Traum. Und jetzt habe ich die Möglichkeit gesehen, das auch umzusetzen. Mhm. Jetzt wohnen Sie wieder in Friedrichshausen, arbeiten beim Kreis, sind aber in Frankenau immer noch verwurzelt. Wir sitzen hier in der Reithalle. Sie, ja, sind Vorsitzender des Reit- und Fahrvereins Frankenau. Aber Sie sind auch noch Vorsitzender Freiwilligen Feuerwehr hier in Frankenau. Genau, das ist, ja, richtig. Und zudem, wenn wir schon bei Sicherheitsdiensten, sozialem Engagement sind, natürlich noch Ortsbeauftragter des Technischen Hilfswerks hier im Ortsverband Frankenberg. Da wurden ja vor einiger Zeit ein Kontingent wieder aus dem Ahrtal, aus der Katastrophenhilfe, Fluthilfe, gemeinsam empfangen. Ne? Ja, mittlerweile sind sogar wieder ein paar Leute da unten. Ja. Ja. Ja gut, das wird noch eine Zeit lang mit Sicherheit da unten, das wird noch eine Weile dauern, nötig, ja, sein. Ja, der Bürgermeisterkandidat Manuel Steiner möchte sich für ein soziales, familienfreundliches, ökologisches und tolerantes Frankenau einsetzen und auch dafür stehen. Das ist ein schöner Satz, den habe ich von Ihrer Homepage. Und den arbeiten wir jetzt mal so ein bisschen ab. Ich fange erstmal mit hinten mit Tolerant an. Toleranz oder tolerant kann man immer gut sein, wenn man in einer stärkeren, an einer Machtposition ist. Ist es nicht ein schöneres Frankenau, das akzeptiert, dass andere Religionen, andere Hautfarben, andere Ansichten und so akzeptiert, also die Akzeptanz eigentlich das größere Wort ist, das stärkere? Ich weiß nicht, ob das das größere oder stärkere Wort ist. Ich denke, dass das eine schließt das andere nicht aus oder das eine schließt das andere ein. Ja. Ich sehe es aber auch so, dass das Akzeptanz gehört sicherlich dazu. Ja, und das ist auch damit gemeint. Ich meine, ich bin selber zugezogener, wenn man so will, in Frankenau. Ja. Und ich wurde vom ersten Tag an hier aufgenommen. Ja, ich habe mich hier von... Sie wurden akzeptiert, nicht toleriert. Gott sei Dank akzeptiert und nicht nur toleriert. Ja, 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 das stimmt. Ja. Aber man hat sich hier von Anfang an wohlgefühlt. Ja. Man war einfach direkt mit dabei. Ich habe mich von Anfang an auch ehrenamtlich engagiert.
Sieht man ja nur, wie lange ich dann auch schon der Vorsitzende hier vom Reitverein bin oder wie lange dass ich dann auch in der Feuerwehr selber bin. Und das muss man auch vorleben. Das nicht nur innerhalb von Frankenau, glaube ich, sondern auch ortsteilübergreifend. Ja. Ja, da muss einfach wieder ja, dieses gewisse Miteinander, dieses Wir-Gefühl muss da sein und das will ich einfach unterstützen, dass es auch wieder da sein wird. Jetzt haben wir, Sie haben die Stadtteile angesprochen. Frankenau ist keine große Stadt, ist eher eine Kleinstadt. Und vieles in den Stadtteilen ist Vereinsarbeit, ist tolerant, akzeptierte Vereinsarbeit, die also auch Ortsfremde oder Zugezogene mit einbinden. Wie wichtig ist das für eine Stadt, für eine Kommune, dieses aktive Vereinsleben auch in den Stadtteilen? Ja, ich glaube, gerade in so einer kleinen Kommune wie Frankenau ist das extrem wichtig. Ich meine, nicht zuletzt deswegen mache ich das ja auch selber. Ja. Ja, das gesellschaftliche Leben hängt von unseren Vereinen ab. Ja. Und jeder Ortsteil für sich hat seine eigene Identität. Ja, aber auch als gemeinsames, die gesellschaftlichen Verantwortungen, die da übernommen werden von den Vereinen, das ist ja wirklich überragend, kann man sagen. Ja, und sowas brauchen wir hier auch. Das ist extrem wichtig. Die ländlichen Vereine sind auch, egal ob sie nun Kernstadt sind oder Stadtteile, auch Träger der ländlichen Kultur. Angefangen von Theatergruppen über Feste, Umweltschutz, Feuerwehr macht ja ganz oft so Aktionstage, bis hin der Heimatverein in Allendorf-Hartberg mit einer ganz leckeren Bierbraugruppe. ein Bürgermeister hat da an der Stelle sicherlich auch die Aufgabe, diese vielfältigen Aktivitäten zu moderieren und zu integrieren in die Stadt. Sehen Sie das auch so? Das sehe ich auch so. Ich meine, das hat man ja zuletzt auch gesehen, zum Beispiel bei der 777-Jahr-Feier hier in Frankenau. Da ging es ja nicht um 777 Jahre Frankenau, sondern um 777 Jahre Stadtrechte. Und daraufhin wurde ja auch die Vereinsgemeinschaft gegründet, der einige Vereine angehören, aber nicht nur Frankenauer, sondern beteiligt am ganzen Fest haben sich ja auch alle anderen Stadtteile. Ja. Und das ist extrem wichtig, dass da alle mitgenommen werden, ja, damit es überhaupt zu solchen Dingen kommt. Weil ohne die ganze Hilfe, ohne die ganze Bereitschaft der Ehrenamtlichen daran mitzuwirken, wäre sowas gar nicht machbar. Ein Aushängeschild von Frankenau ist die Quernst. Liegt mitten im Nationalpark, hat man dem Nationalpark damals auch abgetrotzt, Gott sei Dank. Wie wichtig ist das, so ein Aushängeschild wie die Quernst für Frankenau zu haben, wo man, ich sag mal, in 20 Minuten gemächlichen Schritts von der Kellerwalduhr aus hinwandern kann, wunderschöne Ausblicke hat, wie übrigens auch, wenn man Richtung Frevershausen fährt und da auf dem Hügel steht und eigentlich sieht, wie schön Frankenau so eingebettet ist im Hintergrund Sauerland und die Winterberger Alpen. Und wie wichtig ist auch so ein Punkt für das Heimatgefühl? Ich glaube, sehr wichtig. Ich meine, als die Grenze gebaut wurde, da war ja mein jetziger Chef, der damalige Chef, Dr. Reinhard Kubert, der sich ja nur sehr dafür eingesetzt hat. Und ich glaube, er wusste auch damals schon, was das für eine Aussagekraft haben wird. Ja, und das bringt natürlich auch Bekanntheit über die regionalen Grenzen hinaus. Ja. Ja, wenn jemand über Frankenau redet, dann ist Nationalpark in aller Munde Naturpark und im gleichen Atemzug wird dann eben die Quernz genannt. Und ich erlebe es ja selber, wie oft man dann tatsächlich dann auch wieder da hoch geht, um sich einfach nur mal da hinzusetzen, ja, einfach mitten im Nationalpark die Ruhe zu genießen, den Ausblick zu genießen. Ja. Einfach mal selber wieder ein bisschen runterzukommen, sich ein bisschen zu erden und einfach Kraft zu tanken. Ich denke, das ist schon, die Quernz ist ein sehr wichtiger Punkt für uns, ja. Ein ökologisches Frankenau. Das ist, ja, ökologisch kann nun vieles bedeuten. Das fängt an, dass man den Fuhrpark der Stadt auf E umstellt, soweit es möglich ist. Beim Unimog ist es halt schwierig, weil es ja noch keine passenden Batterien dafür gibt. Das geht weiter über die Bewirtschaftung der städtischen Flächen nach bestimmten Gesichtspunkten. Aber gehören auch die kurzen Wege zu.
Da ist jetzt nun, ja, ich sag mal, der Mittelpunkt von Frankenau, Lebensmittelmarkt, Metzger, Bäcker, einiger Apotheke, Ärzte doch gut zu erreichen. Ansonsten wird es ja schon schwierig mit dem Fahrrad bei dem bergigen Gelände. Ne? Ja, es gibt ja auch immer mehr E-Bikes. Ja, aber was versteht der Kandidat Manuel Steiner um oder was möchte er erreichen für ein ökologisches Frankenau? Ja, wie Sie gerade schon sagten, also angefangen bei den städtischen Gebäuden natürlich, bei der städtischen Infrastruktur, da muss man einfach sehen, was man umstellen kann, ja, auf regenerative Energien. Das muss natürlich alles auf dem Prüfstand, genauso die öffentlichen Flächen. Da muss man einfach schauen, wo kann man vielleicht Glühflächen draus machen. Ja, aber letzten Endes fängt ja das ökologische Frankenau bei jedem selber, bei jedem Bürger auch zu Hause an. Ja, jeder hat Möglichkeiten dafür, sich anzusetzen. Ob das jetzt eine Photovoltaikanlage auf dem Dach ist, ja, oder ob das auch im heimischen Garten Glühflächen anzulegen, versiegelte Flächen zu entfernen, ja, aufzubrechen. Das sind so die Dinge, die man einfach im Blick haben muss. Aber allerdings kann man da auch als Politik oder als Verwaltung, beziehungsweise auch das Gremium Stadtverordnetenversammlung, kann da ja auch durch politische Beschlüsse Dinge festlegen. Ja. Gerade wenn es jetzt um Neubauten geht oder vielleicht auch Ansiedlungen von Firmen geht. Man kann ja gewisse Vorgaben machen, die kann man auch politisch festhalten. Gut, gibt andere Kommunen, die das dahingehend auch umgesetzt haben. Keine Plastikbecher mehr für Kaffee to go, kein Plastikgeschirr mehr für die Imbisse. Nun ist Frankenau mit Imbissen relativ sparsam gesegnet. Also diese Vorgaben können ja in einer Kommune durchaus umgesetzt werden. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist natürlich, Frankenau ist auch eine Stadt, die Durchgangsverkehr hat. Das heißt, was von der 253 Richtung 252 wird ganz oft durch Frankenau gefahren, weil es einfach kürzer ist, also von Mühlbach runter und andersrum. Dann sehr viele touristische Fahrten, auch Motorräder übers Wesertal durch Frankenau. Muss man da auch mal über Verkehrsberuhigung nachdenken, sprich, weil Motorräder sind erst dann richtig geil, wenn sie einen tollen Sound haben, was aber die Anwohner gar nicht freut. Also wenn sie in Altenlotheim auf der Koppe wohnen und unten im Dorf blockern so 30 Harleys durch, dann verstehen sie auf dem Balkon kein Wort mehr. Mhm. Muss man da über Verkehrsberuhigung, Verkehrslenkung im Rahmen von Ökologie nachdenken? Also das ist ein Punkt, den kann ja die Stadt nicht alleine entscheiden. Ja, gerade bei der Bundesstraße oder auch bei den Landstraßen, Kreisstraßen, ne, ist schwierig. Ja. Da gehören ja immer noch andere Behörden damit zu, ja, die das Ganze ja auch erstmal absegnen müssen. Also ich habe davon gesprochen, ob man darüber nachdenken kann, muss. Es gibt bestimmte Bereiche in Frankenau, auch gerade was Verkehrsberuhigung betrifft, ja, da muss man auf jeden Fall drüber nachdenken, ja. Weil das ist ja einmal, ist das natürlich familienfreundlich, ist ökologisch, wenn man statt 60 nur noch 30 fährt, braucht jedes Auto weniger Sprit. Ja, ich denke alleine nur an den Ortsteil Dannenrode, ich meine, wo die Bundesstraße genau durchgeht. Ja. Ja, das teilt ja im Endeffekt Dannenrode in zwei Hälften, wenn man so will. Ja. Und gerade da, denke ich schon, ist ein Ansatzpunkt, wo die Stadt genau hergehen muss und Gespräche führen muss mit den anderen zuständigen Behörden, mhm, was man da für Möglichkeiten hat, um das vielleicht ein bisschen einzugrenzen. Familienfreundlichkeit, auch so ein schönes Wort. Jetzt hat Frankenau für junge Familien, ältere Familien natürlich auch einiges zu bieten, was nicht jede Kleinstadt auf dem Land hat. Das ist eine Kindertagesstätte, das ist eine Grundschule, das sind zwei Ärzte, das ist ein Zahnarzt, das ist eine Apotheke und eine ortsnahe Lebensmittelversorgung. Was nichts hat, ist ein Schwimmbad, aber das ist in Schlagweite letztendlich in Frankenberg. Was will man noch verbessern im Rahmen der Familienfreundlichkeit? Ja, erstmal muss man die vorhandene Infrastruktur erstmal so weit stärken, dass es nicht weniger wird, ja, denke ich. Und ich meine, die Anschlüsse sind ja gemacht, auch für den neuen Lebensmittelversorger. Ja, das ist, ich denke, für Frankenau eine ganz wichtige Geschichte. Genauso das Gesundheitshaus wie Gesundheitshaus auch dazu? Das Gesundheitshaus genauso, ja. Ja. Okay. Das sehe ich schon als wichtige Geschichten für Frankenau. Ja, sowas darf man einfach nicht verlieren, mhm, ja, beziehungsweise muss es versuchen zu erhalten. Ja. Was letztendlich die Anreize betrifft, auch für junge Familien, für Kinder und Jugendliche,
klar, Kindergarten haben wir aktuell das kleinere das Problem, dass zu wenig Plätze da sind. Es wird aber eine neue Gruppe geschaffen. Genau, es wird eine neue Gruppe geschaffen. Aber auch da könnte man ja gucken, für die Übergangszeit, es gibt ja Möglichkeiten, es gibt ja Angebote, die vorhanden sind, ja, dass man da auch einfach nochmal mit dem Kreis zum Beispiel ins Gespräch geht und sagt, von wegen, lasst uns die Möglichkeit der Zwischenlösung, ja, bevor dann im Endeffekt die neue Gruppe entstehen kann. Ja, und genauso der Schulstandort. Da gibt es aber als Zwischenlösung oder für junge Familien im Homeoffice, gerade Corona, gibt es ja die Möglichkeit der Tagesmütter. Also die ganz gut ist, und die neue Gruppe soll ja eine Waldgruppe werden, also auch so ein bisschen ökologisch ausgerichtet sein. Das ist ja auch gut so, das finde ich auch eine super, super Idee und super Ansatz. Aber um jetzt diese Zwischenzeit, bis das alles besteht, das zu überbrücken, da muss man einfach auch drüber nachdenken. Es gab das Angebot der Kirche mit dem Martin-Luther-Haus, dass man den unteren Bereich dafür nutzen kann. Und da muss man einfach gucken, auch mit dem Kreis drüber sprechen, ob man das zumindest für die Übergangszeit auch hinbekommt, um die Eltern zu entlasten. Familienfreundlichkeit, kommen wir auch gleich so in den Bereich Soziales rein. Es ist schon lange in der Diskussion, eine Senioreneinrichtung zu errichten. Ich wehre mich so ein bisschen gegen den Begriff Heim. Das ist kein schöner Ausdruck in der deutschen Sprache. Wie immer eine derart geartete Ausrichtung aussehen mag, ist das wichtig für Frankenau? Ich denke das schon, ja. Also sollten nicht, würde ich gleich noch einhaken, dann können Sie das auch gleich mit beantworten, sollte man auf der anderen Seite nicht so lange, wie es geht, und das ist auf den Dörfern, in den Stadtteilen, aber auch in so Kleinstadt vielleicht noch möglich, ein selbstbestimmtes Leben für Senioren ermöglichen zu Hause? Wenn das möglich ist und machbar ist, natürlich. Ich meine, wenn man Bettelkrieg ist oder so, dann vermutlich nicht mehr. Aber solange man selber sich noch versorgen kann, kochen kann und eine Runde um den Block laufen kann. Ja, darum geht es ja letzten Endes auch. Ja. Ich meine, wer das zu Hause hinbekommt, dass man Angebote schafft. Ja. Oder auch Gemeinschaftsangebote. Es geht ja genauso auch um Gemeinschaftsangebote, wie ein gemeinsamer Mittagstisch zum Beispiel für Senioren. Ja, das wäre eine Idee. Ja, es gibt verschiedene Ideen, was man da umsetzen kann. Aber ich glaube, im Grundsatz trotzdem, das Seniorenzentrum wäre für Frankenau schon ein wichtiger Punkt. Und das ist auch bei dem Rundgang, den ich gemacht habe durch die Ortsteile und auch in Gesprächen mit den Bürgern ganz klar rausgekommen. So ein Seniorenzentrum, je nachdem wie das Konzept ist, hat natürlich auch oder könnte natürlich auch Tagestreffpunkt für Senioren sein. Wir haben auch auf dem Land eine Vereinsamung der Seniorinnen und Senioren. Kinder sind oft weit weg oder sind den ganzen Tag an der Arbeit und haben dann ihren Kopf voll eigene Dinge. Dazu kommt Vereinsleben. Insoweit sollte das Konzept sowas auch beinhalten? Ja, das meine ich ja zum Beispiel auch mit dem gemeinsamen Mittagstisch. Ich meine, sowas könnte man ja da integrieren. Ja. Ja, dass es auch ein Treffpunkt ist und man sich da austauschen kann, man Kontakte pflegen kann, miteinander sprechen kann. Ich meine, ich glaube, keiner sitzt alleine gerne zu Hause und vereinsamt langsam vor sich hin. Es gibt Orte, die, weil Sie gemeinsam Mittagstisch mit Senioren angesprochen haben, da kommen ältere Mitbürger zum Mittagstisch in den Kindergarten. Die Kinder freuen sich und die älteren Mitbürger freuen sich und die können auch nochmal erzählen, wie das früher auf dem Dorf war, weil ich sag mal, selbst ihre Generation kennt keine Kuhgespanne mehr oder das Klo über hinter der Miste und so weiter. Das sind so die Generation ab Jahrgang 40 oder so, die kennen das alle noch. Bringt aber auch Jung und Alt wieder zusammen. Das ist auch eine Möglichkeit für ein soziales, familienfreundliches Frankenau. Dass eventuell sogar eine junge Familie, die zugezogen ist, darüber ihren Leihopa, Leihoma bekommt. Ja, ich habe das Stichwort Mehrgenerationenhaus auch auf meinem Rundgang des Öfteren gehört. Ja. Natürlich kann man auch über solche Dinge nachdenken. Also es geht ja erstmal um Ideen, die man als Bürgermeister vielleicht in die Stadtverordnetenversammlung, in den Magistrat einbringt. Genau, darum geht es. Und deswegen habe ich ja auch in meinem Programm, habe ich ja auch stehen,
dass man sowohl Kinder und Jugendliche mehr in die Stadtentwicklung mit einbeziehen muss, als auch die Senioren. Ja. Ja, und ich glaube schon, dass es sinnvoll ist, ja. Ja, alle Generationen damit einzubeziehen, weil Frankenau ist für alle Generationen. Ja, ja. Ja. Okay. Nichtsdestotrotz sind ja ein paar Wege zu gehen, auch wenn es nur 6 Kilometer, ich rede jetzt von Altenlotheim nach Frankenau sind, die sind im Winter manchmal nicht so ganz ohne, da die Straße hochzufahren, und immer mehr ältere Menschen müssen fahren, weil wir zwar einigermaßen ÖPNV haben, aber und das Asttaxi und das viele Kreise, weil der Frankenberg beneiden. Aber es ist natürlich für ältere Leute mühsam, Zentrale anrufen oder übers Handy und so weiter. Gibt es ja die Ideen der Mitfahrbank, was natürlich auch ist, da sitzt der Opa, der sitzt dann eben so lange, bis der Bart an die Knie ist. Jeder grüßt freundlich und fährt vorbei. Auf der anderen Seite gibt es ja Konzepte wie den Bürgerbus, aber da brauchen wir wieder einen ehrenamtlichen Fahrer für. Ja, innerstädtischer Verkehr von den Ortsteilen in, oder Stadtteilen in die Kernstadt und zurück, wäre das auch ein Thema für ein familienfreundliches, ökologisches Frankenau? Ich meine, wenn 6 Nachbarn aus einer Straße hintereinander weg hier nach Frankenau fahren, ist das weder ökologisch noch familienfreundlich. Wäre das auch etwas, wo der Kandidat Steiner sagt, mit so einer Idee kann ich mich anfreunden? Ja, also innerstädtischer Verkehr. Also es käme natürlich auch den Ansatz der Idee drauf an. Mhm. Sicherlich ist das eine gute Frage. Ja. Mhm. Über Ideen muss man immer nachdenken. Wie sie dann umsetzbar sind, ob sie umsetzbar sind, müsste sich dann zeigen. Gut, das haben Sie ja dann 6 Jahre Zeit, solche Ideen in den Magistraten der Stadtverordnetenversammlung einzubringen und diskutieren zu lassen. Denn letztendlich ist der Bürgermeister ja nicht derjenige, der das per Ordre de Mufti bestimmt. Nee, das ist wohl wahr. Der Bürgermeister kann im Endeffekt auch nur das ausführen, was er beschlossen vorgelegt bekommt. Jetzt kommen wir mal zum Punkt, als gelernter Verwaltungsfachangestellter handeln Sie bürgernah. Jetzt sagt der Bürger Olaf Dudek aus Altenlotheim, Bürgernähe und Verwaltung schließen sich per se schon mal aus. Sie wissen eben, weil Sie vom Fach sind, dass die Verwaltung inzwischen überbordet wird mit aller möglichen Vorschriften, Anordnungen, Gott weiß was, das hat eine Gemeinde nicht immer in der Hand. Die kommen also von ganz oben aus Brüssel und schleichen sich irgendwann durch bis zur Gemeinde. Das möchte die Verwaltung vielleicht anders sehen und bürgernah sein. Gut, kleine Verwaltung wie Frankenau hat außerhalb von Corona eigentlich immer ein offenes Rathaus gehabt. Man konnte kurz hinkommen oder großartig. Aber wir kommen in die Zeit, wo man die Frage stellen muss, muss ich aufs Rathaus fahren, wenn ich meinen Personalausweis verlängern möchte? Ja, wird noch eine Weile so bleiben, aber viele andere Sachen per online zu erledigen sind. Verstehen Sie, dass darunter auch bürgernah zu sein, das heißt, dass der Bürger aus Luisendorf oder so das Ganze eigentlich nur noch per E-Mail oder online abwickelt und kriegt irgendwann eine Genehmigung für ein Straßenfest plus Gebührenbescheid zurück, ohne dass er jetzt großartig bei Ihnen aufgeschlagen ist? Das ist ja tatsächlich auch schon so in manchen Dingen. Ja, ich fange jetzt mal ganz vorne an bei der Frage. Und ich glaube, einfach sagen zu können, aus meiner Erfahrung heraus, das, was ich hier in den fast 15 Jahren erlebt habe und auch gemacht habe für und mit der Stadt, das war bürgernah. Ja. Und wenn da jemand ein Problem hatte, dann war es egal, ob das jetzt ein Mittwochabend um 10 war oder ein Sonntagmorgen um 8, ja. Dann ist man ins Rathaus gefahren und hat den Leuten geholfen. Ja. Ja, und das ist bei uns so gewesen und da kann man, glaube ich, schon sagen, das ist bürgernah und bürgerfreundlich. Natürlich heutzutage, es gibt ja auch den Digitalpakt, der umgesetzt werden muss. Viele Verwaltungsabläufe werden digitalisiert kommen. Das ist immer einfach so.
Das ist auch richtig und wichtig, ja, für die Leute, dass eben Verwaltungsverfahren dadurch auch vereinfacht werden können. Ja. Ja, wenn die Leute von zu Hause ihre Sachen erledigen können, ist das dann natürlich einfacher, als wenn ich 20 Mal hin und her fahren muss, um meine ganzen Genehmigungen zu kriegen. Ja. Das ist sicherlich so. Aber man wird trotzdem immer auch einen Ansprechpartner vor Ort brauchen. Das wird einfach so sein. Ja, und es gibt auch genügend ältere Menschen, die sich eben mit dieser Technik dann nicht auskennen. Und die brauchen dann jemanden, wenn sie ins Rathaus kommen, gleich erste Tür rechts, erste Tür links. Die brauchen ihren Ansprechpartner. Gut, es gibt in Hessen weiß ich es nicht, ich weiß es von Baden-Württemberg, ländliche Gemeinden, die bürgernah dahingehend handeln, dass eine Verwaltungsangestellte ausgestattet mit den nötigen Vollmachten und Stempelchens, ist ja auch immer ganz wichtig, dann auch in die Stadtteile fährt, in die Ortsteile fährt und für ältere Mitbürger da im Dorfgemeinschaftshaus mal eine Sprechstunde anbietet oder auch mal eine Beurkundung macht, was der Schiedsmann ja macht, nee, nicht Schiedsmann, der Ortsgericht machen kann oder so, dass eben die Leute nicht unbedingt fahren müssen. Verstehen Sie das auch unter bürgernaher Verwaltung? Und wäre das eventuell eine Idee, wo man sagt, naja gut, einmal die Woche schlagen wir halt in Ellershausen-Luisendorf auf, das bietet sich von der Nähe an. Ja? Ich glaube, das haben wir tatsächlich schon so umgesetzt. Ja? Also wenn es wirklich irgendwo Probleme gab und jemand konnte nicht kommen, dann ist man auch schon mal ins Auto gestiegen und ist dahin gefahren. Ja. Manche Sachen sind einfach nicht möglich, die mitzunehmen. Okay, andererseits, wie jetzt das Bürgerbüro in Frankenberg, die haben ja auch dieses mobile Rathaus, die haben natürlich auch die entsprechende Ausstattung dafür, die wiederum auch entsprechendes Geld kostet. Genau, ein paar Meter mehr zu fahren von Frankenberg nach Engershausen zum Beispiel. Genau. Und wie gesagt, also ich glaube, das kann ich auch mit Fug und Recht behaupten, in den Jahren, als ich da war, und das wird jetzt auch noch so sein, wenn es da irgendwo Probleme gab, jemand konnte nicht kommen oder es gab andere Probleme, dann haben wir die immer gelöst bekommen. Ja gut, die Idee war bei denen, die kommt mit einem Laptop, hatten Zugang dann zu den entsprechenden Software, Verwaltungssoftware auf dem Rathaus und die Leute müssen sich da natürlich auch anmelden, weil oftmals sind es auch sehr vertrauliche Sachen, das heißt, sie dürfen aus Datenschutzgründen gar nicht das halbe Dorf zuhören lassen, was da passiert. Aber wäre ja im Rahmen einer bürgerfreundlichen, bürgernahen Verwaltung auch was in weiterer Zukunft, näherer Zukunft, da wir ja nur alle älter werden und nicht immer so mobil sein werden. Ich meine, mit 80, 85 noch mit dem Auto durch die Gegend fahren, ist nicht immer angesagt. Das ist wohl richtig, ja. Das sind ja so Dinge, die man einem Bürgermeisterkandidaten auch fragen kann. Und weil wir gerade bei den Stadtteilen sind, die Stadtteile haben Ortsbeiräte und die Ortsbeiräte haben beratende Funktion. Aber in den Ortschaften, in den Stadtteilen sind es ja oft diejenigen, die die kleinen Mängel erkennen, die Ideen haben, die Verbesserungsvorschläge haben. Zum Teil haben sie ein kleines Budget, dass sie auch mal eine Bank streichen können, ohne dass sie. Aber wäre das auch etwas, wo man sagt, mehr Eigenverantwortung in die Stadtteile zu geben? Weil im Rahmen des Haushalts stehen die Gelder ja eh drin. Ne? Nur wann sie kriegen, ist eine andere Geschichte. Nein, ich finde, ja, das ist ein guter Punkt. Ja. Also Ortsbeiräte sind, glaube ich, extrem wichtig, weil sie einfach am Puls der Zeit sind in ihrem Stadtteil. Ja, das sind die Menschen, die es mitkriegen am ehesten, wenn irgendwo was im Argen ist. Und da muss einfach eine ganz offene Kommunikation auch zwischen Verwaltung und Ortsbeirat stattfinden. Ja. Und nicht nur zwischen Verwaltung und Ortsbeirat, sondern auch zwischen Politik, Verwaltung und Ortsbeirat. Ja, da muss klar kommuniziert werden. Und wenn die Ideen oder Probleme aus den Ortsteilen kommen, ja, dann muss man die natürlich auch behandeln. Das sehe ich schon extrem wichtig, ja. Ja, weil sonst die Ortsbeiräte natürlich irgendwo sich auch so ein bisschen als, naja, wir sind halt da, weil das Gesetz so möchte, aber... Wenn ich als Ortsbeirat 10 Vorschläge an die Stadtverwaltung gebe oder an den Magistrat gebe und keiner davon wird umgesetzt, dann wäre ich natürlich auch unruhig. So. Jetzt haben wir mit der Kommunalwahl, das war ja eine schöne Geschichte, die Kommunalwahl, also eine deutliche Verjüngung der
Mitglieder in den Ortsbeiräten, aber auch in der Stadtverordnetenversammlung, also alles so ihre Gewichtsklasse hier, 80 und so um den Dreh rum, teilweise jünger. Ist das ein schönes Zeichen, dass sich junge Leute wieder mehr für Politik interessieren und auch für ihre Heimatstadt, Heimatgemeinden einsetzen wollen? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, gerade Politik hier auf dem Land, also ich sehe es natürlich als unabhängiger Kandidat so, hier sollte es sowieso nur um die Sache gehen und nicht um irgendwelche Parteiinteressen. Und natürlich ist es schön, immer mehr junge Leute da auch begrüßen zu können, weil man sieht, okay, da kommt eine Generation nach, da kommen Leute nach, die sich wieder dafür interessieren, die sich für den Ort interessieren, die sich für den Ort einsetzen wollen. Ja. Das ist also zu fördern. Ein Punkt, den Sie überhaupt nicht auf Ihrer wunderbaren Liste haben, ist natürlich Wirtschaft. Den habe ich nie auf meiner Liste. Nö, ich habe das ja von Ihrer Homepage und ich habe das da nicht steht gefunden. Da gibt es einen Punkt Wirtschaft. Gibt's da? Also nicht Kneipe, sondern Wirtschaft. Und hier gibt's den, hier, haben Sie ihn. Ich habe ihn vor mir liegen. Aha. Also ich habe ihn nicht gefunden. Das ist das, was bei mir auf der Homepage steht. Ah ja, da ja, das ist, ah doch, das habe ich, dann habe ich vergessen, mir das runterzuholen. Ja, das nehme ich erstmal dankend an. Nun ist Frankenau durch seine geografische Lage natürlich sehr begrenzt mit Gewerbeflächen, Großneubauten von Unternehmen. Also das werden Sie auch als Bürgermeister nicht ändern können. Das, gut, ich sag mal, das ist ja auch die Frage, ob man das wirklich möchte oder ob man das möchte, was zum Ort passt. Ne? Naja gut, ich sag mal, Gewerbesteuer nimmt auch ein Bürgermeister Steiner gerne wohlwollend entgegen. Ganz bestimmt, ja. Ja, weil ohne Moos nichts los und so ein paar Sachen muss die Stadt halt selber finanzieren und Zuzug heißt ja dann auch, dass die Verteilung, die Schlüsselverteilung positiver ausfällt. Wenn wir als weniger werden, gibt es auch weniger Geld. Ne? Das ist klar. So. Gezielte Wirtschaftsförderung. Wie will man das machen, wenn man keine Flächen hat? Wie will man Wirtschaft fördern, wenn man oder was versteht man jetzt unter einer gezielten Wirtschaftsförderung? Sie können keine Steuererleichterung, ja doch, können Sie machen. Sie könnten im Prinzip für Neuansiedlung von Handwerksbetrieben oder so für eine gewisse Zeit die Gewerbesteuer reduzieren oder die Grunderwerbsteuer aussetzen. Alles diese Möglichkeiten haben Sie als Steuerungsinstrument, aber dann hört es ja schon auf, was eine Kommune an Steuerungsinstrumenten hat. Ne? Ja, aber es gibt ja gerade auch Wirtschaftszweige, wo man keine großen Flächen braucht zum Beispiel. Ja. Wenn man einfach nur den Bereich Digitalisierung anschaut. Ja. Allerdings müsste dafür natürlich auch die entsprechende Anbindung in Frankenau vorhanden sein. Aha. Anpassung der vorhandenen Infrastruktur an den demografischen Wandel und verändertes Verbraucherverhalten im Bereich Wirtschaft natürlich, ja, ist ein schwieriges Pflaster, ne? Das gerade im demografischen Wandel auch anzupassen, das Verbraucherverhalten. Kommen wir wieder dazu, wenn alle nur bei einem großen Discounter Ketten in den Mittelzentren kaufen, hat natürlich hier der lokale Versorger, Metzger, Bäcker und ähnliches ein Problem. Ne? Das heißt, mehr Regionalität, mehr hier kaufen? Ja, ich finde schon. Ich finde, wir haben hier ganz tolle Anbieter und ganz tolle Produkte. Ja. Ja, die man vielleicht auch zusammen vermarkten könnte. Okay. Ja, auch vielleicht mal drüber nachdenken könnte, dass man eine Art Wochenmarkt oder einmal im Monat in der Kellerwarthalle macht oder an der Kellerwarthalle. Ja. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, was man machen könnte. Also gab ja mal den Regionalmarkt des Landkreises, der war an der Kellerwarthalle und das war ein toller Erfolg. Ob der nun so groß sein muss oder ob da 10 Verkaufsstände oder 5 stehen an der Kellerwaldhalle, das mag erstmal dahingestellt sein, weil sowas muss natürlich wachsen und es braucht eben auch Unternehmer,
die bereit sind, auch mal 2 Jahre zu beißen, ohne die riesigen Umsätze. Ne? Naja gut, was jetzt den Wochenmarkt anbetrifft, ich meine, wir haben ja viele, viele vorhandene. Ja. Und ich glaube, wenn man gezielt auf diese zugeht und man mit denen ein Konzept bespricht, wie man das umsetzen könnte, glaube ich, ist da keiner dabei, der da nicht mitmachen würde. Naja, aber ich sag mal, die müssen investieren. Die brauchen einen Verkaufswagen, einen vernünftigen Verkaufsstand nach hygienischen Richtlinien. Und die müssen sich auch bewusst sein, dass sie mal am Samstag oder nehmen wir Mittwochnachmittag auch mal sich die Beine in den Bauch stellen, weil das eben etwas dauert. Oder vielleicht das erste oder das zweite Mal. Die Erfahrung kennen wir doch aus Frankenberg mit dem Landfrauenmarkt. Die ersten paar Wochen gelaufen wie verrückt und dann kam die Delle. Und dann hat sich das langsam wieder nach oben gearbeitet. Und da brauchen sie halt auch die Unternehmer für. Ganz klar. Aber ich sag mal, wenn ich jetzt an unsere Unternehmen hier denke, teilweise haben sie ja auch schon Verkaufswagen, Verkaufsstände, weil sie sowieso auf Veranstaltungen unterwegs sind oder an die Stadtteile fahren, in andere Dörfer fahren, um da zu verkaufen. Ne? Hat die Stadt Frankenau das Marktrecht? Ja, für den Fall ja. Ja, für den Fall ja. Ja gut, da kann man natürlich dann auch auf ich sag mal Standgeld verzichten am Anfang und gut, Strom und Wasser halt aus der Kellerwaldhalle müsste dann irgendwie finanziert werden, aber das machbar wäre das, denke ich. Machbar wäre das. Ja, ja, wir reden über weil wir passt ja in dieselbe Ecke, sanfter Tourismus, starker Wirtschaftsfaktor. Nun war Frankenau, glaube ich, nicht begeistert von der Idee der sogenannten Grenztrails. Das wird wohl an Frankenau vorbeigehen. So ist es wohl beschlossen, ja. Ja. Positiv oder negativ? Ja, das ist das Gleiche wie bei den Wirtschaftszweigen, die sich hier ansiedeln könnten. Man muss immer gucken, passt es zu einem oder passt es nicht zu einem. Und letzten Endes, ich als Bürgermeister kann ja in so einem Fall auch nur Ideen sammeln, Ideen weitergeben, Impulse setzen, aber die Entscheidungen treffen ja nun mal andere. Ja, aber ein Bürgermeister hat oder ein Bürgermeisterkandidat hat ja eine Meinung dazu. Ein Bürgermeisterkandidat hat eine Meinung dazu. In dem Fall wäre die Meinung, dass es gut so ist, wie es ist. Okay. Gastronomische Angebote, das soll wohl bei dem neuen Markt in der Badelei, der demnächst irgendwann gebaut wird, so ein Imbiss-Kaffee mit entstehen. Auf der anderen Seite, wir sitzen hier an der Reithalle, nebenan ist der Archehof, der also viel zu bieten hat, was alte Haustierrassen betrifft. Und bei der Arche ein Stückchen weiter ist er ja auch mit seinen Tieren betätigt. Da können die Leute mit Kindern wunderbar hingehen. Die können von der Quernst hier runterwandern Richtung Frankenau. Aber zwischen Quernst und einer Bäckerei Richtung Altenlothain finden die nichts. Ja, also wäre das auch etwas, wo man sagt hier Kellerwaldhalle, Archehof, wo man so ein, ich sage jetzt nicht Coffeeshop, weil die Leute dann immer gleich an Hanf denken. Nein, aber so, wo sich hinsetzen können, wo ich hatte ein Gespräch hier mit dem Archehof vorhin, wo wir das Gespräch hatten, der sagte, naja, da waren Gäste aus der Bärenmühle, die haben sich am Automaten oder beim Werner, das ist der Metzger hier, Grillwürstchen gekauft und haben dann den Grillplatz in Frankenau gesucht, den sie natürlich nicht gefunden haben, weil es keinen gibt. Ne? So. Ja, es gibt schon eine Grillhütte, aber. ja, aber so. Haben sich dann an den Archehof gesetzt, haben ihre Würstchen da gegrillt und. Das gehört doch diese Kleinigkeiten oder die Förderung zu sagen, hier komm, Ralf Finke, wenn du jetzt einen Getränkeautomat dahinstellst, einen Kaffeeautomat und eine Kühltheke mit belegten Brötchen und Kuchen, dann helfen wir dir bei der Umsetzung irgendwie von der Genehmigung bis auch eventuell Fördergelder. Ja, ich sag mal, wie eine Umsetzung aussehen könnte, das weiß ich natürlich jetzt nicht. Das müsste man einfach sehen, ob sowas möglich ist.
Aber dass sowas gemacht werden muss in diese Richtung, dass man den Leuten Möglichkeiten bieten muss, wenn die hier oben ihre Fahrräder aufladen an der Station, ja, dass man auch einfach auch eine Möglichkeit hat, hier, da kann man sich mal hinsetzen, da kann man einen Schluck trinken oder sonst irgendwas. Da muss auf jeden Fall was geschaffen werden. Das betrifft aber, muss ich fairerweise sagen, nicht nur Frankenau. Wenn Sie dann Ihr aufgeladenes E-Bike durchs Wasser fällt, Richtung Altenlotheim radeln, da gibt es auch nichts mehr außer einer Kneipe. Wenn Sie dann kommen Sie nach Vöhl, gut, da gibt es inzwischen einen Laden, aber der gehört schon nicht mehr zu Frankenau. Der gehört zur Gemeinde Vöhl, Schmidt-Lothheim. Mit Ulham, ja. Ja, und dann müssen Sie radeln bis Herzhausen, bis Sie wieder was finden. Und noch schlimmer ist natürlich in die andere Richtung, weil dann müssen Sie fast 20 Kilometer nach Frankenberg fahren, bis Sie was finden. Das kann für eine Touristenregion, und Frankenau liegt nun mal mittendrin, ja nicht optimal sein, ne? Nein, wenn man den Tourismus wirklich als Wirtschaftsfaktor auch haben möchte, dann muss es da sicherlich Veränderungen geben. Und wenn ich jetzt, weiß ich nicht, ich nehme jetzt mal das Beispiel Altenlotheim, weil wir es ja gerade hatten, ist es natürlich für uns extrem schade, dass das Hofkapitel zugemacht hat. Ja, extrem schade, dass unten das Bistro zugemacht hat. Das ist aber schon lange zu. Das ist schon länger zu, ja. Ja. Und die letzte Genehmigung habe ich aber auch noch ausgestellt, also ich war noch da. Genauso, wenn man die Gaststätte sieht in Allendorf, ja, oder auch in Ellershausen, da waren auch Reiter und Wanderer und Biker willkommen, das Schild steht ja auch noch da. Ja. Sowas fehlt natürlich. Ja. Ja, umso schöner in Dannenrode, dass es den Landgasthof dann auch gibt, ja, wo man einfach mal hingehen kann. Aber sowas fehlt und sowas muss natürlich in irgendeiner Art und Weise kompensiert werden. Wir sitzen hier gerade in der Halle vom Reitverein. Das ist natürlich sogenanntes Tourenreiten, also jetzt nicht mit Packpferden wie in Alaska von Anchorage nach Nome oder so, aber mal so eher so einen Tag von morgens 8 bis abends 20 Uhr im Sommer einmal Startpunkt Frankenau, Endpunkt Frankenau durch den Nationalpark an den Edersee und zurück. Ja, das ist eine touristische Idee, weil jetzt nun auch der Vorsitzende vom Reitverein da ist. Ja, da haben wir tatsächlich auch schon das öftere Mal drüber gesprochen, auch mit dem Eicherhof. Sind ja auch bei uns mit im Verein und im Vorstand auch vertreten. Diese Ideen waren schon das öftere Mal da, ja, dass man sowas anbietet. Auch Wanderreiter natürlich. Ist quasi so ein verkürztes Wanderreiten, ne? Genau. Die Ideen sind schon da. Ja. Man muss immer gucken, es ist natürlich zeitaufwendig, wer kann das umsetzen, ne? Ja, gut, das Jetzt von unserer ist Vereinsseite sicherlich aus. nicht die Aufgabe der Ja. Stadt, sowas umzusetzen, denn die Stadt ist ja dann nur kein Unternehmer an der Stelle. Es wäre ja dann, wenn, dann wäre es der Verein oder ein professioneller Landwirt wie der Eicherhof. Aber wir hatten das tatsächlich schon. Also wir hatten auch schon Wanderer, die haben sich angekündigt, die haben hier angerufen, haben nachgefragt, können wir bei euch übernachten, können wir die Pferde unterstellen, können wir eure Toiletten benutzen. Das hat es auch schon gegeben. Ja. Gut, ich sag mal, hier 10 Pferde unterzustellen, ist nicht das Problem. Ja. Aber dann fehlt wieder so ein bisschen Infrastruktur, ne? Wir haben zwar Toiletten Genau. und Wasser, aber wenn die was essen wollen, dann heißt es in Lukas wieder satteln und Genau, zur Pizzeria wir reiten. können Ihnen einen Grill hinstellen, aber mehr können wir natürlich nicht Ja, anbieten. das ist dann wieder die andere Geschichte. Gut, man könnte hier dann einen Lagerfeuerplatz oder sowas machen, wo sie ihre Stockwürstchen da, aber das ist ja, die wollen ja dann eher was Handfestes, ne? So ein Stück Stracke in der Hand oder sowas. Ja, wenn man den ganzen Tag im Sattel gesessen hat, kann ich mir Hat man auch vorstellen. schon mal Hunger. Ja. Aber das sind ja auch so Ideen, die jetzt der Bürgermeister in die Vereine tragen kann. Sicherlich, das Problem ist immer die Realisierung. Sie brauchen immer die Ehrenämtler. Sie selber sind ja hier in 3 Vereinen oberster Ehrenamtler, Ämtler. Wie wichtig ist das für eine Gemeinde, das Ehrenamt überhaupt, dass es solche Leute gibt? Ja, ohne solche Leute würde die Gemeinde nicht funktionieren. Ja. Das ganze Zusammenleben würde nicht funktionieren. Okay. Interkommunale Zusammenarbeit wäre noch so ein Punkt, den ich auf der Liste habe. Ansätze sind ja schon da, dass man mit den umliegenden Gemeinden
über E-Com zum Beispiel verschiedene Sachen abwickelt, auch mit Frankenberg und Frankenau. Haben ja auch, hängen ja am Wasser zusammen und viele andere Dinge. Kann sich ein Bürgermeisterkandidat Manuel Steiner langfristig, ich betone das langfristig, zum Beispiel auch mit einer Idee anfreunden, die da sagt, wir bleiben politisch selbstständig, aber verwaltungsmäßig nehmen wir eine, wie Niedersachsen zum Beispiel, diese Samtgemeinde, wo man sagt, okay, hier hier Flächengemeinde Vöhl, Frankenau und vielleicht da hinten aus der Bundstrut auch eine, die betreiben unseren Bauhof, die machen die Abrechnung, alles was so zusammenhängt, aber wir sind politisch selbstständig. Also ich sag mal, interkommunale Zusammenarbeit, wir haben es ja gerade schon gesagt, Standesamt ist zusammengelegt worden mit Frankenberg, die Personalabrechnung läuft ja auch schon über Frankenberg, das findet ja schon statt. Ja. Wenn man jetzt eher Richtung Fusion geht, wenn man so will, zwar politisch eigenständig bleibt, aber trotzdem ist das ja die Verwaltungsfusion. Ich sag mal, im ersten Schritt sage ich da aktuell Nein zu, ja. Weil ich denke, man braucht einfach in verschiedenen Bereichen den Ansprechpartner vor Ort. Ja, das ändert ja nichts daran, dass Sie zum Beispiel in Frankenau eine Verwaltungsaußenstelle hätten. Da sitzen eben keine 15 Leute mehr, sondern 2 oder 3. Ja, wenn man mal ganz ehrlich ist, ich meine, die Strukturen, ja, wie das in Zukunft aussehen wird, ja. Darüber muss man mit Sicherheit reden. Ja. Weil ich sag mal, selbst bei uns schreitet ja die Digitalisierung fort. Also wenn ich gerade Vodafone mal 24 Stunden ausfällt, wie letzte Woche oder so, mit Kabel Nordhessen und auch mit anderen Providern, ist Homeoffice inzwischen auch bei uns durchaus interessant und selbst der Mobilfunk, bis auf alten Lothan, das stimmt wohl, ja. geht noch einigermaßen. Da muss man doch auch an der Stelle über schlankere oder geänderte Strukturen in einer Verwaltung durchaus nachdenken, oder? Ich sage ja, es gibt durchaus Bereiche, wo man darüber nachdenken kann, wo es auch Sinn macht, das zu machen. Aber ich glaube, es gibt auch Bereiche, wo es aktuell auch keinen Sinn macht. Letztendlich muss so etwas immer von den Einwohnern der Gemeinden von unten nach oben kommen, denn und damit soll es dann auch für Sie heute gewesen sein, das Quellen, als wenn man das von oben herunter macht. Das hat die Gebietsreform 1972 gezeigt, wir denken immer noch in Dörfern und nicht in Großgemeinden. Ja, aber das ist ja gerade das, was ich auch meinte dazu. Ja. Momentan sind da einfach noch viel zu viele offene Fragen, die es erstmal zu klären gilt. Ja. Erstmal muss man Bürgermeister werden. Das ist so. ja, gut, am 15. September ist das große Forum in der Kellerwaldhalle. Da messen sich alle Kandidaten. In der Hoffnung, dass es stattfinden kann, so wie die Corona-Zahlen aktuell sind. Ja, zeigen. Die aktuellen Zahlen sehen nicht so vielversprechend aus. Letztendlich die Frage, keiner geht, oder dabei sein ist alles, gilt immer nur für den Tross und die Funktionäre bei Olympia und Fußball. Ein Manuel Steiner, der sich um das Amt wird, will gewinnen. Ja, klar. Gut. Eindeutig. Vielen Dank.